Maxira geht zum nächsten Unterdruckflug. Verstanden, Maxira. Zwei Flugbeobachter und ein Pilot im Flugzeug. Ihr Einsatz ist klar, den Brand oder den Unfall orten und die Feuerwehr lotsen. Mit der Karte ermitteln sie die genauen Koordinaten und geben sie per Funk an die Helfer am Boden weiter, damit diese an ihren Einsatzort kommen. Insgesamt 25 Luftbeobachter der Luftrettungsstaffel Bayern sind in Niederbayern regelmäßig unterwegs. Für ihren Fortbildungstag am Donnerstag versammelten sie sich am Flugplatz in Straubing-Wallmühle. Also ein Übungstag ist dazu eingerichtet, dass man zweimal im Jahr die Flugbeobachter in die Luft bringt und die Flugbeobachter dabei wirklich im Flugzeug lernen zu navigieren und aus der momentanen Position zu einer anderen finden. Das ist nicht ganz einfach. Vor allem ist es auch nicht leicht, weil es im Flugzeug sehr eng ist und man kann sich nicht ausbreiten auf dem Schreibtisch, sondern man muss viel im Kopf arbeiten. Ob nun bei Waldbrandgefahr oder bei Hochwasser, die Luftrettungsstaffel ist immer vor Ort. Dabei müssen Flugbeobachter mehr können als nur die Karte lesen. Von der Wetterkunde bis hin zum Flugrecht sollten sie sich auskennen. Viele sind schon jahrzehntelang dabei und haben den ein oder anderen schlimmen Einsatz hinter sich. Wir sind zu einem Unfall dazugekommen, wo ein Motorradfahrer überholt hat. Und der ist dann gestorben und da hat man halt das ganze Elend unten gesehen. Und danach ist es halt dann weitergegangen, wieder die normale Route, und da hat man auch dann noch zwei Feuer gefunden. Beim Übungstag am Flugplatz in Wallmühle in Straubing bleiben einem solche Einblicke erspart. Für die Helfer aus der Luft natürlich besonders wichtig, die Zusammenarbeit mit den Piloten. Der Flugbeobachter ist sehr wichtig, denn an ihm hängt ja alles. Das ist ja ein ausgebildeter Feuerwehrmann, der eben weiß, worum es geht. Und der braucht praktisch die Perspektive von oben, also die Vogelperspektive, um sich einen sehr guten Überblick zu verschaffen und dann eben Entscheidungen treffen zu können. Und das wird ihm ermöglicht durch mich und anderen Piloten, die Flugzeuge fliegen für die Luftrettungsstaffel. Auf knapp 600 Metern Höhe fliegen sie an diesem Donnerstag die Route über Roding, Zwiesel, Ruhmannsfelden zurück nach Straubing. Ein kurzes Foto als Beweis, dass der richtige Ort gefunden wurde, und dann geht's wieder weiter über den Wolken, Wiesen und Wäldern. Eine Aufgabe, die sowohl wichtig als auch schön ist. Denn nicht viele können von sich behaupten, aus der Vogelperspektive zu arbeiten.